Wettkurs bestreiten. Das heißt, sie hat mit uns trainiert und wir haben zusammen entschieden, dass sie stark genug ist, ihr Glück einmal in einem echten Kampf vor Publikum mit Adrenalin zu bestreiten. Lucilla kämpft dementsprechend mit einer Holzwaffe. Das zeigt, sie ist ein Tiro, ein Anfänger. Genau so war es im alten Rom. Anfänger haben Holzwaffen gehabt und Trainingswaffen. Dazu hat sie ein Scutum und einen großen, extrem massiven Helm, ein Berlin-Momelo. Und das definiert auch ihre Kampfklasse. Sie kämpft als Momelo, als Seeungeheuer. Ihr Gegner ist ein ganz klassischer, aber ein erfahrener Gladiator, nämlich der Thraker Architeutes. Durch eine extrem hohe Beweglichkeit und eine Panzerung hauptsächlich im unteren Teil seines Körpers aus, nämlich durch zwei extrem starke Beinschienen und dicke, dicke Polster auf den Beinen. Dazu gibt es ein kleines Schild, die Pamula, und eine Sika, ein gekrümmtes Schwert. Niemand mag das, weil das geht hinter das Schild. Das heißt, die normale Deckungsarbeit ist hier obsolet. Dazu trägt er einen schweren Helm und einen gepolsterten Armschutz, die Manika. Sollte sich jetzt irgendjemand wundern, warum steht da ein Mann und eine Frau in der Arena? Gibt es das überhaupt? Ist das nicht ein bisschen schräg? Es gibt Belege für weibliche Gladiatoren. Die Römer hatten das mit der Gleichberechtigung auch nicht so wie wir, aber sie haben es zugelassen. Ich glaube, das ist der richtige Begriff, dass Frauen in die Arena gehen. Es verstieß gegen jegliche Moral, aber Frauen wollten kämpfen und Frauen durften kämpfen. Und so können wir das heute nachstellen. Wer sich für die Beleglage interessiert, wir haben ein schönes PDF-Lager, kann man sich danach angucken. Aber jetzt wollen wir erstmal einen Kampf sehen. Der Geheimtipp ist hier übrigens anfeuern, weil Gladiatoren sind Sklaven, die werden extrem schlecht bezahlt, also kämpfen die eigentlich bloß für Ruhm. Und Ruhm kann man nur von einem frenetischen Publikum erhalten. Und ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt. Können wir das mal probieren? Okay, ich glaube, die Basis ist gegeben. Die Summa Rudi, bitte in die Arena. Summa Rudis mit Stock ist ein Schiedsrichter. Das ist keine sinnlose Klopperei. Das ist ein Kampfsport mit klaren Regeln und dem klaren Ziel, einen besseren Kämpfer zu definieren. Es soll kein sinnloses Hinschlachten sein. Das Volk will Kampfkunst sehen, nicht ein Gladiator, der nach 2 Sekunden abgestochen auf dem Boden liegt. Sind die Gladiatoren bereit? Dann übergebe ich jetzt an die Summa Rudi. 100! Komm, Donati! Architeutes muss sich zurückziehen, ob der Gewalt des Angriffes von Lucilla, aber sticht im Rückzug in ihre Schulter. 1:0 für Architeutes. Genauso will ich das sehen, Archie! Mach sie fertig! 100 Leute! Ich hatte mehr Parteilichkeit von den Damen im Publikum erwartet. Wieder zieht sich Architeutes zurück und sticht zum Oberarm von Lucilla. Das ist ein sehr ungleicher Kampf, weil Architeutes ist ein ausgebildeter Gladiator. Es ist unglaublich schwer. Also tragt Lucilla. Stich in die Brust. Das ist gerade weh.
Maul! Der Kampf endet 3-1. Und ganz, ganz wichtige Szene, Gladiatoren leben zusammen, die starben zusammen. Das heißt, man umarmt sich nach dem Kampf, man trägt sich nichts nach.